Tausende Menschen werden von Krieg und Hunger aus ihrer Heimat vertrieben. Aber auch bei uns finden sie keinen Frieden. Das reiche Europa lässt sie im Elend vegetieren. Wir machen da nicht mit. Wir schenken ein Zuhause. Wir schenken Menschlichkeit. Ja, mein Name ist Joachim Wolbergs. Ich bin ein ganz normaler Bürger dieser Stadt. Ich war in dieser Stadt mal Oberbürgermeister und engagiere mich jetzt noch so ein bisschen in der Kommunalpolitik. Und neben mir ist noch ein Platz frei. In unserer Stadt sind noch ganz viele Plätze frei. Und jeder, der sich in den letzten Jahren ein bisschen mit Flüchtlingsbewegungen beschäftigt hat, der weiß, wie viel Elend es gibt und welche Not es gibt bei Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten. Und gerade an den europäischen Grenzen, in Flüchtlingslagern, geht es teilweise furchtbar zu. Und deshalb unterstütze ich die Initiative Second Life, in der es darum geht, 50 Geflüchtete zu uns nach Regensburg zu holen, ihnen sie hier zu unterstützen, ihnen hier zu helfen, neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Und diese Aktion ist großartig, weil sie deutlich macht, wir profitieren davon nur. Das ist einfach nur was Schönes, andere Menschen kennenzulernen, anderen Menschen zu helfen. Und natürlich bin ich gerne bereit, mich im Rahmen meiner Möglichkeiten einzubringen. Das kann irgendwas bei irgendwas mit Aufbauen helfen sein, das kann bei Behördengängen sein, bei irgendwie Leute betreuen oder Deutschunterricht geben. Das sind so meine Möglichkeiten. Oder auch die ein oder andere Tür zu öffnen, dann, wenn es darum geht, dass man Sponsoren braucht oder Leute, die ja, größere Hilfestellungen leisten. Dazu bin ich jederzeit gerne bereit. Stimmt nämlich nicht. Anders ist es. Die Tatsache, dass in den Jahren 2015 und 2016 so viele Menschen zu uns gekommen sind, das hat uns nicht ärmer gemacht, sondern reicher. Vor allen Dingen reicher an Menschlichkeit. Und darum geht's. Und da geht noch was, auch bei uns in Regensburg. Also macht mit. Wir schenken Menschlichkeit. Helfen Sie uns. Werden Sie Pate. Spenden Sie für Space Eye. Jeder kann helfen. Jeder. Jedem.